So, ein sehr ungewöhnliches Interview zu einem Film, den ich gar nicht gesehen habe, Auszüge bekommen habe. Also, ist der wirklich so schlecht, dass wir den vorher nicht sehen konnten? Oder was ist jetzt das Geheimnis von Fuck You Goethe 2? Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, war der noch nicht fertig. Was haben sie euch denn erzählt? Das hieß ja, er ist wirklich noch in der Post. Ja. Das ist das Problem von digitaler Produktion heutzutage. Heutzutage kannst du ja wirklich einen Tag vor Kinostart noch dran arbeiten. Also, ich habe ihn gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Und erzählt. Und das war auch so ganz mit der heißen Nadel gestrickt. Also, ist einfach noch nicht fertig gewesen. War sehr toll, ja. Also sehr abgefahren. Ich muss selber noch ein bisschen verarbeiten, glaube ich, weil er einfach sehr schnell ist wieder. Ja. Und total an einem vorbeigerauscht ist. Und einfach unglaublich, man wird ein bisschen erschlagen von den ganzen Eindrücken, glaube ich. Das ist einfach sehr viel. Ja, vor allem, also man hat das Gefühl, dass du ja tagtäglich nur noch am Arbeiten bist. Oder halt zumindest bei Instagram sehe ich dich ja dann immer so von der Isa noch auf, wie abhängig sind diese kurzen Momente. War das denn so, dass du wusstest, mein Gott, ich brauche mich eigentlich nicht vorbereiten, das Ding ist halt schon gesettet. Ich war eh schon mal in Thailand, auch schon türkisch für Anfänger, das ist ja alles hier wie gewohnt. Oder gab es doch so ein Fünkchen von Nervosität, werden die Leute den genauso lieben wie den ersten? Weil der erste war ja ein Überraschungserfolg. Ja, total. Ja, also man merkt natürlich schon, dass die Erwartungshaltung jetzt sehr hoch ist und dass der Druck da auch da ist. Aber ehrlich gesagt habe ich mich da bisher sehr, sehr frei gemacht davon. Also ich wollte in erster Linie einfach wieder einen guten Film machen und das Drehbuch war es wieder. Ja, also ich fand den ersten schon gut. Ja, also ich habe schon schlechte Filme gemacht. Du weißt, ich habe dich gefeiert, den Humor mal. Ich finde den Film nach wie vor. Ah ja, den mochte ich auch ganz sehr. Danke sehr. Ja. Nee, aber das Drehbuch war einfach sehr gut. Also jetzt zum zweiten Teil. Und ich wusste schon, dass Bora vor allen Dingen, unser Regisseur, sich da echt einfach viel Mühe geben wird, da jetzt nicht einen billigen Abklatsch zu machen, sondern eine gute Fortsetzung zu drehen. Und das hat sich dann irgendwie schon bei den Dreharbeiten, also man kriegt da so ein Gefühl dafür, auch bei den Dreharbeiten. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viele witzige Szenen gedreht und standen dann echt. Es war richtig aufwendig alles. Ja, und das hat sich gestern auch bestätigt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den Film kann man auf jeden Fall zeigen. Bora meinte ja auch, glaube ich, in so einem Pressetext, dass er das halt eine Verschwendung fände, dir nicht eine Rolle zu geben, wo du Ecken und Kanten hast, weil anscheinend gibt es so wenige in Deutschland. Und gerade meinte aber auch, dass du auf der anderen Seite eine sehr sensible Seite um Gott hast. Also ist es jetzt so, dass er dir da sozusagen gerecht wird, dass er das dir anbietet, oder würdest du nicht tatsächlich lieber denn so die softeren Jungs halt irgendwo spielen? Weiß ich nicht, habe ich ja auch schon gemacht und werde ich in Zukunft hoffentlich auch wieder tun. Aber die Rollen, die Bora schreibt, also diese kantigen Typen eben, die machen natürlich einfach sehr viel Spaß. Also es ist einfach lustig, da auch so, so frech zu sein, so rotzig und so. Das ist natürlich schon, das ist schon geil. Und kriegst du jetzt auch schon mit, dass man dich allgemein anders behandelt? Weil ich krieg's ja so mit, wenn ich so mit Pressekollegen spreche, ja, so weißt du, der hat sich aber schon so ein bisschen verändert. Der ist ja super erfolgreich. Wenn ich mit Kollegen von dir spreche, ist wirklich so, wenn ich mit Kollegen von dir spreche, der ist absolut immer noch sweet, immer noch nett zu mir und so weiter und so fort. Ist es, weil du dich als Art verändert hast, oder ist es wirklich so, dass die Wahrnehmung deiner Person durch deinen Erfolg auch... Ich glaube, es ist die Wahrnehmung. Also ich habe mich, glaube ich, nicht verändert. Also nicht, dass ich wüsste. Aber davon kann man dann eigentlich sagen, Entschuldigung, ich hatte kein Frühstück, deswegen, kann man eigentlich auch sagen, dass du ein wohlhabender Mensch rumfallen bist? Kriegst du Geld von denen? Ja. Da bin ich drauf. Das könnte man nicht mehr. Aber das kann man sagen, du hast in der Form schon ausgesagt, weil du agierst ja in einer Liga mit Til Schweiger, mit Schmeichöfer. In der Form davon gibt es halt nur ganz wenige. Ja. Deswegen frage ich nochmal, ist es denn für dich überhaupt noch möglich, als normaler Schauspieler wahrgenommen zu werden? Oder sagen Leute so, Elias, ich würde es dir anbieten, aber ich glaube, wir können es sich nicht leisten und du bist halt einfach schon so großer Name. Habe ich jetzt noch nie gehört. Nee, vielleicht denken die das, ich weiß es nicht. Aber guck mal, ich bin auf der Dickmanns-Packung, also im Grunde ist doch eh alles egal. Du würdest mir gerade sagen, du wusstest es selber nicht, dass du auf der Packung drauf bist? Doch, ich hab's immer mal gesehen, das stimmt. Auch in Werbel, ohne jetzt den Namen zu nennen, es gibt auch noch so Werbefilme. Doch, kannst du doch, Orangina, super, das Jeep, stimmt. Ganz tolle Autos, kannst du alles sagen. Aber das hat nichts mit dem Film zu tun. Nee, aber wenn du mich fragst. Das spitzt ja schon. Achso, damit habe ich nicht viel zu tun, nee. Also ich glaube, die sind einfach Kooperationspartner. Ah. Also ich bin einfach nur auf ein Ding drauf, aber da habe ich nichts dafür bekommen oder so. Was ist denn jetzt, nachdem du den Film ja gestern gesehen hast, und wir gehen mal davon aus, also man sagt, es gibt ja diese goldene Regel, dass ein Sequel in der Regel mindestens so die Hälfte des ersten Teils irgendwo mit einspielt. Ah, wirklich? Heißt das also, und das würde immer noch der überdurchschnittliche Film dann irgendwo sein, das heißt, die Option muss doch schon gestellt worden sein für den dritten Teil? Nee, wirklich nicht. Also das fragen mich auch heute alle, aber überhaupt nicht. Wir haben uns noch nie darüber Gedanken gemacht. Also, ist auch Quatsch. Ich meine, es war jetzt sehr viel Arbeit, den zweiten Teil zu machen und der kommt ja jetzt erst ins Kino. Und jetzt freuen wir uns auf den Kinostart und dann gucken wir mal, was passiert. Und zum jetzigen Zeitpunkt denkt da keiner drüber nach. Also, das wäre Wahnsinn. Ich bin froh, dass das Ding jetzt erstmal im Kasten ist hier.
Ja, ich bin auch mega gespannt. Das ist wirklich so. Ich freue mich richtig auf den Film. So sehr mochte ich den ersten Teil. Dann abschließend nochmal deine Kollegen. Happy, wie war die Arbeit mit denen? Hier im Film? Ja. Super. Wirklich. Das ist echt toll. Kann ich mir nur erzählen. Also wir haben echt eine ganz tolle Truppe. Es gab nicht einmal Streit, obwohl wir da wirklich 7-8 Wochen lang in Thailand von früh bis spät zusammen verbracht haben. Alle freuen sich immer, sich wiederzusehen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Das schreiben wir mal rein, die ist sehr witzig. Also die WhatsApp-Gruppe ist eigentlich die coolste WhatsApp-Gruppe. Die zweitcoolste, die ich habe so. Ist echt lustig. Katja Riemann versteht immer kein Wort. Schreit dann mal so, von was redet ihr wieder? Wer ist denn das? Und so. Caro antwortet immer erst so 2 Tage später, weil sie dann wieder ihr Handy verlegt hat oder so. Und es ist sehr, sehr lustig. Es ist sehr witzig. Dann würde ich dir noch fragen und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg und auch uns allen viel Spaß mit Fuck You Good 2. Ja, Fuck You Too. Fuck You Too. Danke dir, tschüss. Aufgepasst! Verwackelt. Fuck You Goethe 2. Hey! Oh mein Gott, Pamela, da ist ein Wolf. Wo? Nee, wir dürfen ihn nicht in die Augen gucken. Das ist ein Affe. Hast du noch nie einen Affen gesehen? Doch, bei Kinox.de, aber da konnten wir sprechen. Er hat überall Haare. Oh mein Gott, wie ungepflegt er aussieht. Kannst du mich verstehen? Chantal! Ab 10.09. im Kino. Okay, bye bye, ihr Süßen. I love you. Folgt mir auf Twitter und Dings. Folgt mir einfach überall. Schön, euch wiederzusehen, auch in der Form. Hi. Das war jetzt auch gerade, ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe, deswegen wollte ich nur mein Lachen erkennen. Okay. So. Ich freue mich trotzdem, euch hier wirklich zu sehen. Vor allen Dingen muss man noch sagen, Jana, du bist ja aufgestiegen von einer Nebenrolle zum Hauptcast. Birgt das sehr viele Bürden, sehr viel Druck? Oder war das einfach so wie beim ersten Teil? Also. Dazu muss man sagen, Max ist auch aufgestiegen. Sind eigentlich alle Schüler ein bisschen größer geworden, okay, weil sie einfach super witzig sind. Und ich habe glücklicherweise nicht so viel Druck gespürt, weil ich einfach auch von sehr coolen Leuten umgeben war, die mir eine große Sicherheit gegeben haben, also meine Schauspielkollegen. Und ich habe mich eigentlich gefreut. Also ich habe mich gefreut auf die Szene. Ich dachte, cool, wird spaßig. Was ja auch bei euch beiden ja auch interessant ist, ich meine, ihr werdet ja auch von einer Zielgruppe auch sehr stark erkannt, definitiv. Gehen die noch normal auf euch zu oder denken die, ihr seid so wirklich Abbild der Charaktere, die ihr spielt und kommen dann, was denn, geil und so. Wie ist das denn aktuell für euch? Also ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche, also auch unterschiedliche Herangehensweisen von Fans. Es gibt diese eher etwas lauten, direkten, die einen so ansprechen, aber dann viele sagen, Max, also sind dann doch ganz höflich und eher schüchtern. Viele sind sehr schüchtern und trauen sich so gar nicht so richtig oder manche wissen auch gar nicht am Anfang, woher kenne ich den, irgendwoher kenne ich den noch, aber woher? Und dann kommt es manchmal, dann ist es aber vielleicht schon zu spät und ja, also es geht aber schon noch. Ich habe ja, wie gesagt, bislang von dem Film nur kurze Ausschnitte gesehen, mitunter auch Volker, wo ich ihm auch gleich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, du bist total eklig und das machst du großartig. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann so privat das komplett abschließt. Aber ihr macht ja etwas, was man so im Alltag ja immer noch macht. Verfallt ihr auch im Alltag denn in eure Rollen und redet einfach so mit euren Freunden? Oder ist es so wie, statt erzähl mal einen Witz, spiel mal deine Rolle nochmal? Werdet ihr denn da irgendwo aufgefallen? Nee. Ich würde ständig machen bei euch, sage ich ganz ehrlich, machen wir auch. Ich zum Glück überhaupt nicht. Ich wirklich zum Glück überhaupt nicht. Meine Freunde haben auch, also einige davon haben den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen. Weil es einfach auch nie so zur Debatte stand. Also, das ist, ja, da dreht halt, ja. Und ich wurde manchmal in einem Club, als ich tanzen war, gefragt, ey, kannst du mal wie Chantal reden? Aber es war zum Glück tatsächlich nur einmal. Ja, ich finde auch, das passiert nicht so oft. Nee. Nee. Die Leute wollen dann alle lieber ein Foto haben. Genau, das Foto ist ja heutzutage viel wichtiger. Ja. Ja. Das kann ich mir immer vorstellen, aber wie geht ihr denn jetzt mit diesem Erfolg um? Weil ich meine, er hat euch ja wirklich jetzt in eine Sphäre katapultiert, die ist ja vorher mehr von, ich glaube, ihr seid ja noch jung, demzufolge habt ihr noch eine ganze Karriere vor euch. Was geht bei euch da so irgendwie vor? Ist es so, naja, ich meine, ich habe es ja gelernt, ich bin Schauspieler, das gehört dazu. Oder ist euch schon bewusst, dass ihr einer der erfolgreichsten deutschen Filme ever mit am Start seid? Also, so bewusst ist mir das, glaube ich, halt eben wirklich nicht.
Ich wusste auch nie, was diese Millionen bedeuten. Ich habe davor tatsächlich nie darauf geachtet, wie viele Zuschauer im Kino sind. Beispielsweise Kriegerin war ja auch ein Erfolg, in dem Sinne kein Publikumshit, aber die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, wahnsinnig toller, starker Film. Das war für mich dann persönlich auch sehr großer Erfolg. Und dann kamen da diese Zahlen auf und ich dachte, das ist normal eigentlich. Und dann habe ich letztens mit einem Freund gesprochen, der meinte dann so, ja, Krabat war das irgendwie 1 Million Zuschauer, Riesenerfolg. Ich so, wie Riesenerfolg, 1 Million? Ja, dass das eigentlich total besonders ist mit Fuck You Good. Das war mir ganz lange gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ja, du hattest ja auch dann auch noch andere Erfahrungen, was so Schulcomedy irgendwo angeht. Gibt es da noch mehr davon? Also wirst du jetzt auch schon öfters dann noch gebucht als jemand, der so, die haben da so eine Schulgeschichte, du als Schüler, der ein bisschen draufhaut, eine ganz gute Angelegenheit? Ja, also ich habe jetzt ein paar Schulkomödien gemacht, aber ja, ich nehme also so, wie es irgendwie kommt, jetzt mache ich erstmal einen Tatort und ich bin ja noch auf der Schauspielschule und da muss ich mich auch ein bisschen drauf konzentrieren und mache das noch zu Ende, ja. Ja, es gibt ja immer so diese Mädchen, die bei Germany's Next Topmodel mitmachen, die noch zur Schule gehen und dann so, ja, alle sprechen mich dunkel drauf an. Auf einer Schauspielschule hast du ja schon mit Gleichgesinnten zu tun. Tauscht man sich da ein bisschen aus? Kommen jetzt auch Leute zu dir und holen sich dann so Tipps von dir? Weil du hast ja auch schon praktische Erfahrung. Kannst du die schon mitteilen oder sagst du, ey, nee, frag mal jemand anders, ich bin noch in der Ausbildung, hab zwar schon erfolgreiche Filme gemacht, aber hey. Na, also erstmal, die Schauspielschule ist also eine klassische Theaterausbildung eigentlich. Also es ist mehr Theater und da habe ich als auch noch nicht so viel Erfahrung gemacht oder nicht viel mehr als die anderen. Und ja, es ist grundsätzlich vielleicht immer so ein kleiner Austausch da oder man auf der Schauspielschule, man beobachtet viel und gibt sich Feedback gegenseitig. Und aber so jetzt zu mir hingekommen ist so und das danach gefragt, noch keiner. Es wird eher gefragt, wie kommt man da rein? Wie schafft man das, Fuß zu fassen? Das sind oft Fragen. Kannst du mich irgendwie vorschlagen oder hast du irgendwie einen Tipp, was ich machen kann, damit ich da irgendwie reinkomme? Das kommt öfter vor, finde ich. Und was ist die meiste Antwort, die du da drauf gibst? Nee, also bei mir war es auch ganz, also ich habe mich einfach in eine Agentur beworben. Ich bin einfach hin zum Casting, habe mich vorgestellt, habe vorgesprochen und es hat funktioniert und ich glaube, es gehört immer wahnsinnig viel Glück dazu und man muss Leute haben, die einen unterstützen wollen und zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber man muss es einfach machen. Man muss sich einfach trauen und es versuchen. Ja, was das Thema Versuchen auch angeht, also es hieß ja auch so in dem Text, den ich gelesen habe, dass man jetzt speziell bei dir auch zwei Varianten immer so ausprobiert hat, um im Schnitt nochmal zu entscheiden kann, ob das jetzt vielleicht ein bisschen too much oder zu wenig war. War das jetzt nur bei dir so oder war das auch bei dir, Max, dass man da bestimmte Szenen mal so als Alternative noch mit eingespielt hat? Ich glaube, das macht Bora oder zumindest bei uns grundsätzlich ganz gerne, ja. Dass er mal sagt, komm, jetzt haut mal noch einen drauf oder wir probieren mal was völlig anderes und machen es mal. Bora ist auch so wahnsinnig spontan. Er sagt auf einmal, mach das mal so und so und du musst dich totlachen, weil es so albern ist. Mhm. Aber Bora auf einmal halt eine Idee im Kopf hat und dann ist es auch wichtig, dass man aufeinander, also dass man sich einfach kennt und das sofort dann umsetzen kann. Also ich glaube, das ist Boras Art zu arbeiten. Ja, was ich auch sehr, sehr speziell bei Bora finde, ist tatsächlich, dass er halt Jugendsprache auch wirklich beherrscht. Also er sagt ja auch, dass er sich mit euch auch als Schauspieler hingesetzt hat, um euch dann auch wie Texte zu entwickeln, die auch auf euch auf den Leib schreiben. Aber ihr seid ja nun einen Tick jünger, als wir es jetzt irgendwo alt sind. Gab es da viel, was ihr verbessern musstet? Korrigieren musstet? Hey Bora, ganz ehrlich, das sagt jetzt keiner mehr in unserem Alter. Oder gibt es auch so Punkte, wo du sagst so, wusste ich gar nicht. Also interessant. Bora hat immer wieder Sachen, die ich nicht wusste. Also Bora ist schon, ich glaube, Bora hat mehr Ahnung von der Jugendsprache und der Zeit als... Was ist los mit euch? Ihr kennt Jugendlich nicht mehr selbst? Ja, so langsam wächst man da so ein bisschen raus und dann liest man so ein Drehbuch und Mutet euch mal, hat er dir gesagt. Und so, was? Wie mutet euch mal? Also, und Bora, also Bora ist einfach auch wahnsinnig viel in den sozialen Medien unterwegs, recherchiert super viel, total krass und wir improvisieren dann hier und da mal was dazu. Aber prinzipiell kann man Bora nichts vormachen. Also er ist ja wirklich... Wie gesagt, ich kann es kaum jetzt abwarten. Ich will den Film jetzt endlich sehen. Worauf kann ich mich jetzt speziell, was eure Charaktere angeht, jetzt irgendwo freuen? Also erstmal sind wir präsenter als im ersten. Und das allein ist schon sehenswert. Und Chantal wird auch ein bisschen nahbarer, ein bisschen lebenswürdiger. Und wir sind mal gespannt, ob es jetzt auch schon jede Menge Merchandise geben wird. Also da gibt es ja ein paar Sprüche, die wahrscheinlich schon T-Shirt-tauglich sind.
Mal gucken. Ja, wir, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Das ist auch nicht so genau. Ich merke das schon, das finde ich immer so faszinierend. Egal wie viele Schauspieler ich schon interviewt habe, ich finde es immer noch faszinierend, wenn man dann doch einfach einen anderen Menschen sieht, als den man da halt hinbekommt. Und das ist ein gutes Zeichen für eure Arbeit. Insofern danke ich euch für das Interview. Viel Erfolg auf Fuck die Güte 2 und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ja. Danke. Dankeschön. So. Mach's gut. Viel Erfolg damit. Ja, Dankeschön. Ja,